Was geht, Leute? Guten Morgen. Es ist 7.06 Uhr und wir sind heute auf dem Weg nach Berlin. Ich bin mal gespannt, wie der Tag so wird. Den Tim werde ich jetzt gleich treffen. Wir müssen, um 7.45 Uhr losfahren. Es ist 7 Uhr, ich fahre jetzt schon los. Obwohl ich eigentlich nur 15 Minuten in die Stadt brauche, aber heute ist Bahnstreik. Was geht, Leute? Wir sind hier auf diesen Bändern. Da muss man kein Beintraining absolvieren. Auch ganz, ganz beliebt beim Fahri, diese Bänder. Kennst du diese zirpenden Heuschrecken? Wir haben ganz aggressiv, Jungs, wir sind am Hasseln, ja? Jungs, Hustler, Lifestyle, on, ja? Ihr wisst doch, Mann. Business, Lifestyle, Boys. Ernährung, Lebens, was heißt das? Lebensentwicklung, Jungs, kommt jetzt demnächst auf mein Business-Seminar. Dort gibt es Persönlichkeitsentwicklung, Lifestyle. Nee, jetzt mal ohne Scheiß, wir gehen nach Berlin, treffen die Jungs von Koro. Ich denke mal, die sind eigentlich ganz korrekt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die so drauf sind. Und gehen auch zu meinem Netzwerk. Wir gehen auch zu Tims Netzwerk, aber Studio ganz kurz, 87. Ein paar Tipps absolvieren. Zack, also. Wir sind im Flugzeug. Ich mach die Kamera aus. Mach die Kamera aus. Erzähl mal noch irgendwas. Ich kaufe jetzt endlich mal die Kamera. Alle denken, wir sind zu viele Zeugen. Ich gebe dir so noch die Fresse. Alle denken so, wir sind ein bisschen missgebrochen. Weil wir übel die Scheiße hier labern, Leute. Wir? Was geht ab, Leute? So, wir sind jetzt wieder am Flughafen. Wir konnten leider den ganzen Tag nicht filmen, weil die Zeit es einfach nicht hergegeben hat. Der Tim und ich waren heute den ganzen Tag unterwegs. War mega anstrengend heute. Wir sind mal wieder komplett am Arsch. Weißt du, in den vier Stunden gepennt. Wir sind um 7.30 Uhr oder so losgefahren. War auf jeden Fall ein cooler Tag. Aber ist mir auch in Fibo-Vlogs haben wir wirklich ohne Scheiß in jedem Cut gesagt, wie am Arsch wir sind. Also, was wollte ich noch zu? Ja, genau. Und zwar, was wir gemerkt haben, oder was mir aufgefallen ist, Berlin, gell. Ich bin noch nicht so viel rumgekommen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, so in Berlin. In Berlin würde Nico die Tucke keine Sekunde überleben. Ohne Scheiße, Alter. Also das Ding ist, ich habe auf jeden Fall gemerkt, in Berlin, da ist die Kriminalitätsrate doch sehr hoch. Wenn irgendeiner mal eine Story erlebt hat oder irgend sowas, schreib es mir unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Mhm. Weil Stuttgart ist so eine ruhige Stadt. Nee, ohne Scheiß. Stuttgart ist so richtig ruhig, alles idyllisch, alles aufgeräumt. Darf ich kurz was einwerfen, Alter? Tim, du bist jetzt einer, der bleibt auf der Toilette, wo es übertrieben krank stinkt, okay? Wo ich nach 2 Minuten unbedingt raus musste, chillst du gut und gerne 10 Minuten. Ich hab doch gerade die ganze Zeit getrottelt, eine halbe Stunde gekackt. Warst du dort? Ach Leute, dieser angenehme Duft von Abgas. Wir steigen jetzt auf jeden Fall ins Flugzeug ein. Oh Gott. Please take your seat, please, and schnall an your gourd, Tim. Also wir sind jetzt auf dem Rückflug, ganz wichtig. Hast gemacht, die Fing. Hast gemacht, die Fing. Zu viel unterwegs. Und noch eine. Tschüss. Ciao. Wiedersehen. Hier. Luftleiter ziehen. Hier, Komfort. Den Raum finde ich nicht schlecht. Da haben sie sich auch mit dem Design nicht lumpen lassen. Gib das mal. Gerade, ich komme an so eine Ampel an, gell? Und auf einmal ganz viele Boys, ich will sagen, Jungs mit Migrationshintergrund, kommen zu mir an die Ampel, ja. Und dann halt, ihr kennt ja die Jungs, ey, was geht da, Mann? Und ich so, Jungs, was geht ab? Fahrradtour am Start, oder was? Boah, Bruder, ey, brutales Auto, kannst du einmal Leerlauf geben, Digga? Komm, lass mal Leerlauf. Und dann gibt's halt zu Lauf, boah, Junge, Alter, brutal, ey, schön. Und ich so, Jungs, das ist nur ein Auto, Jungs. Habt ihr denn mal über die wahren, ja? Über die wahren wichtigen Dinge im Leben nachgedacht? Beständigkeit, Glück, Ehre, Friedlichkeit, ja? Innere Wertigkeit. Habt ihr euch mal über das Gedanken gemacht, Jungs? Die Antwort von denen lautet folgendermaßen: Halt mal deine Schnauze, du Penner! Was geht, Leute? Hör auf, die Leute denken sonst noch, ich trinke Alkohol. Der trinkt den einen Rot und Frachtig, Alter. Für die extra Kohle und Hydrate. Magst du das noch leer trinken? Ja, bitte. Nico trinkt die Reste von den anderen Leuten. Dankeschön. Ja. 24. Tim, danke für alles. Ja, danke für alles. Jetzt machst du nicht so eine dramatische Scheiße draus. Der Tim und ich, ja. Der Tim und ich werden so ein kleines Statement, sag ich mal. Wir werden eine kleine Episode starten auf seinem Channel und auf meinem Channel, wo wir ein bisschen Statement zu ein paar Sachen abgeben. Ich denke mal, das ist relativ interessant auch für euch. Sascha hat mir gerade übrigens gesagt, dass... Kennt ihr das, wenn ihr an so einem Auto vorbeilauft und es so einen ganz hohen Quietschton macht?
Das ist so ein Ton vom Auto, um Marder abzuschrecken. Und Sascha hat jetzt gerade zu mir gesagt, dass das Ganze der Ultraschall von Fledermäusen ist. Ich bin der einzige Mensch. Alles klar. Danke, Sascha. So, Leute, sorry, dass das Auto so abgehackt kommt, aber es war alles ein bisschen durcheinander. Und ich wollte euch kurz sagen, und zwar, sorry, dass die Vlogs auch immer so ein bisschen versetzt kommen, aber ich muss das alles hinschneiden und gucken, wie die Zeit passt. Und dann kommt es eben so ein bisschen versetzt. Ich hoffe, es ist kein Thema für euch. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und schaut beim letzten Video vorbei. Und ja, macht's gut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Ciao.